Willkommen zurück zu Oceanhorn und auf der Friedhofsinsel. Ich suche gerade immer noch nach einem Weg, um diese eine Truhe da zu kriegen. Dann ist mir noch eingefallen, dass wir hier noch einen Blutstein holen könnten. Wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich zumindest die Insel abhaken. Dazu muss ich hier hoch. Ich war eigentlich schon fast da. Da war nur mein Entdeckerdrang nicht groß genug, hier noch lang zu gehen. Aber jetzt haben wir alle. So, dann suchen wir weiterhin noch einen Weg, um da reinzukommen. Hier das Ding. Da habe ich mal ordentlich aufgeräumt. Wie sieht es denn aus, wenn ich das jetzt treffe? Passiert was? Ah, was steht denn hier eigentlich? Finde zwei Schalter, um den Weg frei zu machen. Ja. Einer war ziemlich leicht. Beim anderen habe ich keine Ahnung. Ich spreng einfach mal noch ein paar Sachen. Ja, das haben wir schon gesehen. Achso, ich habe ja gar nicht alle Blutsteine besetzt. Da hinten fehlt mir noch. Ja, da bin ich mal richtig krass dran vorbeigelaufen. Den hole ich dann später. Ich will jetzt erstmal den Schalter finden. Der da. Ja. Ich dachte, der wäre richtig gut versteckt, aber... Ein einfacher Schlüssel. Ja, der war da drüben notwendig. Dazu... Ah, da muss ich da lang gehen. So, ich hoffe, dass wir bei der nächsten Stufe, die wir uns danach wirklich verdient haben, weil die braucht sehr viel Erfahrung, dass wir da dann so ein bisschen ein Upgrade für die Ausdauer bekommen, dass die sich entweder schneller regeneriert oder wir mehr Ausdauer haben. Weil die ist so schnell leer. Ich kann gerade 2-3 Meter sprinten, dann war's das. Mit den Blocken ist es ähnlich. So, und hier ging es zu der verschlossenen Tür. Nein. Ging es nicht. Geht mal aus dem Weg. So. Ah, die Skelette, die lösche ich gerne aus. Fürs Achievement. Außerdem stecken die immer nur eine Bombe weg. Wir haben schon einige Skelette erledigt auf unserer Reise, deswegen frage ich mich gerade, wie viele noch übrig sind. Hä, wo war jetzt der Weg? Bin ich wieder völlig verblödet? Ach, von da müssen wir kommen. Oder? Ach Leute, ich hoffe, ihr nehmt mir meine Orientierungslosigkeit nicht so übel. Beruhig dich mal da oben. Sollten sich mal gegenseitig hier besiegen, die zwei. Ha, er macht's. Er macht's. Boah, geil. Bringt nur zwei Kristalle. So ein starker Gegner. Vielleicht kriege ich hier aber auch was, um den zu besiegen. So, die Rittergruft. Zwei Truhen sehe ich direkt mal. An die erste kommen wir auch ohne Probleme ran. Hat aber auch nur Bomben für uns.
Da komme ich wie nach drüben? Ah ja, okay. Da wollen sie dann auf jeden Fall, dass man die Grabenstiefel hat. Und hier muss der große Schlüssel drin sein. Was? Was? Hä? Aber hier ist doch noch. Muss ich hier sprengen oder wie? Ach so, okay. Alles easy, ist cool. Passt alles. Dann kommen wir doch weiter. Ja, dann ist hier doch noch nicht der Generalschlüssel. Dafür ein Haufen neue Gegner. Und die Ratten lassen richtig viele Münzen fallen, das gefällt mir. Da oben lacht schon wieder so eine blöde Fledermaus. Oh, verdammt. So, jetzt die Frage. Hier muss ich mir wahrscheinlich eine Brücke bauen, genau. Muss ich das? Das war, glaube ich, nicht so gut. Wobei, doch. Dunkel war die Stunde, als die Ritter von Arkadien sich Mesmeroths Armee vor den Toren Arkadiens stellten. Die Schlacht dauerte Stunden und die Ritter waren siegreich. Aber als die ersten Sonnenstrahlen zu sehen waren, erschienen schwarze Schiffe am Horizont, deren Fracht Zerstörung über ganz Arkadien bringen würde. Okay. Muss ja eine richtig krasse Schlacht gewesen sein, so wie da immer davon erzählt wird. So, das nächste Skelett. Also ich schätze, wir haben jetzt vielleicht so 30 Skelette. Da ist ein Ausgang. Gehe ich noch nicht durch. Ist das eine Truhe? Ja. Gibt es 25 Münzen dafür, dass ich so aufmerksam war? So, was soll das hier sein eigentlich? Oh. Ja, und ich will hier gerne raus. Ja, ganz toll. Ja. Also so eine Scheiße, bitte. Ganz ehrlich. So. Ja, wahrscheinlich habt ihr das Rätsel auf Anhieb gelöst und lacht mich jetzt aus. Schön über die Bande uns beide getroffen. Bomben, Bomben, Bomben. Wieder nur Auffüllgegenstände. Und hier ist was? Noch ein Weg. Okay, ich muss mir das alles gleich mal in Ruhe angucken, wo der andere Weg noch hinführt. Ach du Scheiße. Ganz schön groß hier alles. Ja, ich muss mir mal angewöhnen, nicht direkt immer den Gegnern ins Gesicht des Zeugs zu werfen. Hey, was ist denn hier passiert? Wo kommen jetzt die Bomben her da unten? Oh, hier sind so viele Truhen, aber es ist immer nur Scheißdreck drin. Rittergrufthalle. Ich habe keine Ahnung, wo ich da hingehe. Ich weiß nur, dass ich dem Typ nicht begegnen will, dem der große Schädel hier gehört. Hier ist ein Ogre. Der hat einen Schlüssel dabei gehabt. Gut.
Dann wäre hier oben noch eine Truhe. Kann ich da nicht lang, oder was? Hey, was blockiert mich da? Ein riesiger Stein, den ich mal locker hochheben kann. Macht Sinn. Und hier ist drin ein Sack voll Gold. Okay. Ja, jetzt haben wir genug Münzen für das Herzteil. Oder? Das war doch bei 1000. Da guckt uns auch schon so ein komisches Skelett entgegen. Hallo. Hallo. Warum ich das gemacht habe, fragt mich nicht. Oh, schaut mal die Münzen da hinten und die Truhe. Sieht nach was Besonderem aus. Na, Ratte? Ich klaue euch gleich euren ganzen Besitz. Was macht der? Ah, das ist gut. Ich muss mehr blocken, weil ich kassiere ziemlich viel von den Gegnern. So, Generalschlüssel oder Herzteil? Oder, ja. So, dann nehme ich den jetzt mit. Gehe dann damit auch noch zu dem anderen Ausgang. Vielleicht ist es auch der einzige Weg, wo es weitergeht, wer weiß. Hier ist jedenfalls nichts mehr. Ja. Dann finde ich das hoffentlich auch wieder, weil ihr habt schon mein Orientierungssinn kennengelernt. Ach du Heiliger, was ist denn hier eigentlich drüben? Wie war denn das jetzt? War ich hier schon? Ja. Ah, Leute, ich habe gerade die Orientierung verloren. Da oben war das. Ich habe gerade komplett vergessen, ob ich hier schon war. Oder ich war hier schon, ich sehe es an der Karte, aber... Was hier war? Hier ist ein Ausgang zumindest mal. Bin ich nicht richtig. Ach Mensch. Ach, dieser blöde Stein. Verdammt nochmal. Nee, hier war ich schon richtig, denke ich. Und dann war der andere Weg hier nicht. Ich hätte gleich durchgehen sollen. Ich hätte gleich durchgehen sollen. Da kam ich jetzt her, ne? Das will ich aktivieren. Mhm. Mögest du nie in der Schlacht fallen. Mein Herz wird auf immer dein sein. Mein Herz? Wow, was ist das? Du hast den Heilzauber gefunden. Nutze ihn, um dich zu heilen. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Perfekt. Moment mal. Das ist doch vom Totengräber hier, oder? Die Bude. Ja, sieht stark danach aus. Gut, dann gucke ich noch, wie ich an die letzte Kiste rankomme da hinten. Ja, das finde ich jetzt sehr gut.
Na, ich bin total verwirrt. Ne, hier war nur das. Genau, hier war nur die Stelle. Ich muss den anderen Weg gehen. Jetzt habe ich es, glaube ich. Ich würde auch gerne mal testen, wie viel der Heilzauber so heilen kann an Herzen. Ich muss hier runter. So, wenn ich hier noch zu lange rumirre, dann schneide ich euch das raus. Ah, egal. So, hier war doch noch ein Weg, oder? Genau, da habe ich es vorhin gesagt, wenn ich mich recht entsinne. Da ist die letzte Truhe. Perfekt. 25 Münzen. War es das wert? Ich weiß nicht so recht. Aber wir haben die Insel soweit abgeschlossen. Habe ich jetzt alle Blutsteine? Ich guck gleich mal. Mein Gedächtnis ist manchmal wie ein Sieb. Oder noch schlimmer. Naja, vielleicht macht es ja für euch auch umso lustiger. Hier ist jedenfalls kein Friedhofswärter, was ich ein bisschen komisch finde. Was mit dem wohl passiert ist. Vielleicht war das ja auch sein Grab da am Ende. Ne, das war die Rittergruft. So, ich habe ihn noch nicht, den Blutkristall, aber hier ist er. Das ist sehr gut, dann können wir den Part hier nämlich schön mit der abgeschlossenen Insel beenden. Perfekt, da bin ich jetzt schön zufrieden mit. Dann testen wir jetzt auch mal den Heilzauber kurz. Ja, ich kann ja nur mich wählen. Okay, zwei Herzen hat er geheilt. Ist okay. Ist okay. So, die Friedhofsinsel ist abgeschlossen, würde ich sagen. Das Riff ist abgeschlossen. Halt. Das war das Südwind Island, okay. Die Weltlanden würde ich auch sagen. Alte Festung gibt es noch. Sandbank. Himmelsinsel. Tigarell. Ich gehe jetzt zur Sandbank, dann nach Tigarell, kaufe mir das Herz und dann zur alten Festung. Das ist meine Route jetzt. Na, so. Also ab zur Sandbank. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, Leute. Macht's gut. Tschüssi.